Der Ritter de Mere, der ein Adliger des Hofes von Ludwig XIV. Und auch ein Spieler war, mochte es beim mehrmaligen Werfen eines Würfels auf den Ausfall einer Sechs zu wetten. Frage: Mit welcher Wahrscheinlichkeit, als Funktion von klein n ausgedrückt, erhält er mindestens eine 6 beim klein n-maligen Werfen eines fairen Würfels mit 6 Seiten? Es handelt sich also um solch ein Würfel. Und was gefragt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, mindestens eine 6 bei n-Versuchen zu erhalten. Die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis kann berechnet werden durch 1 minus die Wahrscheinlichkeit vom Gegenereignis. Und das Gegenteil von mindestens eine 6 bei n-Versuchen zu erhalten heißt, keine 6 bei n-Versuchen zu erhalten. Wenn wir eine 6 einen Erfolg nennen, so kann diese Rechnung umgeschrieben werden in diese Form: 1 minus die Wahrscheinlichkeit, 0 Erfolge bei n Versuchen zu erhalten. Diese Wahrscheinlichkeit kann berechnet werden durch das Binomialgesetz, das hier Anwendung findet. Also rechnen wir 1 minus die Anzahl Kombinationen von n Elementen 0 zu 0 genommen, mal die Wahrscheinlichkeit von einem Erfolg hoch 0, mal die Wahrscheinlichkeit von einem Misserfolg hoch n minus 0. Ein Misserfolg ist keine 6 erhalten, dessen Wahrscheinlichkeit also 5 Sechstel beträgt. Hier finden wir also 1 minus 5 Sechstel hoch n, das heißt 1 minus 5 hoch n geteilt durch 6 hoch n. Wer sich nicht erinnert am Binomialgesetz, der kann diese Wahrscheinlichkeit auch sehr schnell finden durch ein Baumdiagramm. Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Wurf keine 6 zu erhalten, liegt bei 5 Sechstel. Beim nächsten Wurf wieder 5 Sechstel und so weiter bis zum n-ten Wurf. Also diese Wahrscheinlichkeit wird berechnet durch 5 Sechstel mal 5 Sechstel und immer so weiter bis zum Schluss n-ter Faktor 5 Sechstel. Also 5 Sechstel hoch n. Das heißt 5 hoch n geteilt durch 6 hoch n. Die Endantwort auf diese Frage lautet also, die gefragte Wahrscheinlichkeit ist gleich zu 1 minus 5 hoch n geteilt durch 6 hoch n. Bei dieser Frage wurde nur diese Endantwort verlangt, nicht die Überlegung dorthin. Also haben wir den Auftrag erledigt.